Hallo, meine Damen und Herren, ich willkomme euch zur Königreich der Unterhaltung. Und nach einer langen Zeit sind wir wieder hier. Für euch nicht so lange, aber für mich etwas länger. Und was ich gemacht habe, ich habe sehr produktive Ergebnisse rausgebracht. Die werde ich mit euch teilen. Das perfekte dunkle Magier-Deck. Aber davor, lasst mich was kurz sagen. Wir sollten jetzt so langsam die 100 Abos geknackt haben, Leute, oder kurz davor. Ich bedanke mich für euer großartigen Support. Ich hoffe, die Fortsetzung kommt. Darauf bin ich angewiesen. Und was, wir teilt auch ruhig das Video mit euren Freunden etc., weil es ist nicht leicht, jeden Tag ein so vorzubereiten, dass man ein Master-Duel-Video. Das macht mir unglaublich Spaß, das Spiel. Ne? Also, mir ist egal, was die Leute sagen. Mir macht das Spiel Spaß. Ich finde meinen Spaß bei dem Spiel. Und deshalb spiele ich es auch weiter. Was ich aber gemacht habe, Leute, ist, ich habe Platinum erreicht. Ne? Ich habe absichtlich nicht so viele Spiele gespielt, weil ich ja auch Videos drehen möchte. Und ich habe einiges herausgefunden. Ich bin ein besserer Spieler geworden. Und ich kann euch sagen, für diese Strategie ist das das beste dunkle Magier-Deck. Okay? Es ist wirklich. Also lasst euch von der 41 nicht irritieren. Ich werde jetzt über jeder Karte gehen. Falls ihr zum ersten Mal auf mein Video klickt, ne, dann kein Problem. Ich werde euch das ganze Deck erklären. Schaut euch auch ruhig meine zukünftigen Gameplays ein. Lasst aber ein Abo da, Leute. Mehr als 80, 85% der Leute, die zuschauen, sind laut YouTube nicht keine Abonnenten. Und lasst uns daran was ändern und lasst ein Like da. Ne? Okay. So, das ist alles, was ich von euch möchte. Was ich euch gebe hingegen, ist ein perfektes dunkler Magier. Warum 41? Das wirkt sich statistisch gesehen nicht so stark aus, wie manche Leute denken. Diese elitären 40 Leute. Ich hatte eine 1,-Schnitt in Statistik bei der Uni. Also einer der besten meines Jahrgangs, vielleicht der beste. Und ich weiß, zumindest vom Verständnis her, auch wenn es ein paar Jahre zurückliegt, dass so eine kleine Wahrscheinlichkeit nicht ausweckt. Aber wir haben dafür eine dritte Aschenblüte. Aber fangen wir mal von vorne an. Seelen der Magier. Dunkler Magier dreimal, da brauche ich nicht zu sagen. Seelen der Magier, diese Karte braucht ihr dreimal unbedingt. Ne? Unbedingt, weil diese Karte, wenn ihr die nicht habt, funktioniert euer Deck nicht. Voll häufig passiert es einfach mal so, dass ihr keinen dunklen Magier auf der Hand habt. Okay? Ihr habt einfach euren. Ja, ihr habt euer ewige Seele, ihr habt von mir aus eine Magie-Navigation, ihr habt vielleicht sogar Rettung des Magiers. Ne? Vielleicht habt ihr auch noch, ja. Vielleicht habt ihr sogar noch einen Stab des Magiers. Aber ihr habt keinen dunklen Magier in der Hand. Ne? Vielleicht habt ihr auch euren dunklen magischen Kreis gespielt und es kam kein dunkler Magier bei den ersten drei Top-Guard. Dann seid ihr ausgeliefert. Aber Seelen der Magier, ignoriert diese Kondition. Ihr könnt vom Deck ein dunkler Magier aufs Friedhof legen oder ein allgemein Finsternismonster. Da könnt ihr sogar noch ganz andere Strategien damit machen. Und dann beschwört ihr einen dunklen Magier direkt aufs Feld. Ihr könnt den Zirkel triggern. Ihr könnt selbst die Karte selbst beschwören, um zwei Karten abzuwerfen, Magie oder Falle, und dann zwei zu stellen. Die Karte ist die beste Karte. Eine der neuesten, besten Karten, die es gibt. Okay, super. Drei Stück. Handtrap, Maxi. Maxi, ne, dreimal holen. Also wir haben hier drei Handkarten. Okay. Ascheblüte, Maxi und unendliche Unbeständigkeit. Holt euch diese dreimal. Neun. Das ist eine Bestechung, sage ich euch. Eine Bestechung, dass ihr in der gegnerischen Runde noch Spaß haben könnt. Ne? Das ist eine Bestechung. Also lasst euch das über die Zunge ergehen. Das ist eine Bestechung, dass ihr in der gegnerischen Runde, wenn die Runde beginnen, Spaß haben könnt. Weil ihr könnt eine Handkarte setzen, ihr könnt interagieren. Interagieren. Ne? Ihr könnt interagieren, die schnellen Züge beenden. Ich plane vielleicht auch, wenn mein Kanal hoffentlich etwas wächst, zu jedem Deck, also es gibt viele Neustarter wie ich, wissen gar nicht, wann soll man denn am besten, welches Deck soll man wann Aschenblüte verwenden oder wann soll man unendliche Unbeständigkeit anwenden, um die Kombination zum Beispiel von Eldritch oder was anderes zu verhindern, Dry Talk zu verhindern als Beispiel. Wann? Dass man so einen Anfängerleitfaden macht, ne? Das überlege ich, dass jeder, der kommt, neu anfängt, okay, Deck. Dieses Deck ist mein Gegner, okay. Ich muss genau in diesem Teil der Kette meine Karte abwerfen. Wenn man das weiß, Leute, dann gewinnt man die Duelle auch. Wenn man weiß, wann ist der Kette am meisten,
wehtut, wenn man dann die Karten nutzt, ne? Nicht mal ich habe das bisher perfektioniert, aber ich werde immer besser dabei. Ich orientiere mich aktuell an den URs, also wenn je seltener eine Karte ist, desto eher neige ich dazu, die abzubrechen, ne? Gut, Stab des Magiers, Leute, dreimal. Dreimal ein Stack, weil ihr könnt euch damit theoretisch jede dunkle Magierkarte, Magierunterfalle aussuchen, super gut. Also das sind beide Top-Tier dunkle Magierkarten. Ascheblüte, dreimal, also die wirft eine Karte. Ihr könnt mit diesen drei Karten, wie gesagt, gegnerische Runde sehr, sehr, sehr stark einschränken. Vor allem, wenn ihr einmal Maxi aktiviert habt, dann könnt ihr sogar diese Karte oder die hier nachträglich noch ziehen. Ne? So eine Gefahr gibt es auch. Okay, dunkle Magiermädchen, ihr braucht mindestens einmal, ich würde es jetzt nicht mehr machen, einmal ist okay. Okay. Auszubildende Illusionsmagier, dreimal, einfach wegen dem Grund, dass man einen dunklen Magier auf die Hand nehmen kann. Hat ähnlichen Effekt wie sehender Magier, nicht dass er aus dem Feld kommt, nicht so geil. Aber ihr könnt A, direkt auf die Hand nehmen, falls euch ein dunkler Magier für eine Combo fehlt. Oder aber, ihr könnt sehr viele Gegner mit dieser Karte besiegen, indem ihr diese auf der Hand habt und mit dunklem Magier in der Battle-Phase gewinnt. Viele Monster haben so Effekte, dass sie nicht zerstört werden können, haben 3500 oder wie Chaos Max Dragon 4000 Angriff. Und da denkt ihr, ich kann den gar nicht ausschalten. Ich kann den nicht targeten, ich kann nicht drauf ziehen, ich kann ihn nicht zerstören. Was mache ich? Easy. Wir als dunkler Magier spielen haben es easy. Wir nutzen den dunklen Magier oder manchmal reicht auch das dunkle Magier-Mädchen aus und manchmal sogar der Stab. Greifen wir an, nutzen die Auszubildende, 2000 Schaden. Nicht 2000 Schaden, 2000 Angriff mehr für die Battle Phase und Tam. Ihr könnt sogar so Comebacks machen. Ich hatte sogar ein paar Fälle, wo Leute mich angriffen haben, dachten, die werden das Duell, zack, abgeworfen. Ich habe das Duell gewonnen. Bad luck, Bro. Weiter geht's. Rettung des Magiers. Ihr braucht die Karte nur einmal, weil sobald ihr die nutzt, wird eine ewige Seele von eurem Deck direkt aufs, ja, hintere Zone gesetzt. Und ich sag euch eins, das reicht sogar aus. Ne? Ihr habt eine Feldzauberkarte und dann habt ihr noch ja, dunkle ewige Seele und das reicht aus. Also was ihr damit machen könnt, ist eine wilde, wenn ein dunkler Magier kommt, eine dunkle Magier beschwert. Ihr könnt dadurch, ich nutze das eigentlich häufiger, um zu verteidigen. Das ist eine gute Karte, wenn ihr mal nicht eine Lösung für ein Problem habt, was gerade vor euch steht und dann etwas Zeit schinden wollt. Ne? Und ihr habt zufällig ewige Seele, nicht zufällig, das ist schon bewusst da, weil man die Karte vorher aktiviert hat. Da habt ihr zum Beispiel ewige Seele, dann beschwört den schwarzen Magier, Magier Mädchen, ihr könnt auch richtig gut stallen. Ne? Dunkle Magische Kraft, beste Magiekarte im Spiel. Also das, was dunkle Magier so gut macht, meiner Meinung nach, ist, dass sie nicht zerstören, die banischen. Und sehr viele Effekte haben überhaupt nichts gegen Banish. Ne? Immer gegen Zerstörung, immer gegen dies, aber gegen Banish? Nein. Manchmal gegen Target, das sagt schon, aber Banish ist so gut. Die Karte landet nicht auf Friedhof, ihr triggert keine Effekte. Ihr könnt diese Karte, aktiviert sich einmal pro Runde, könnt ihr in der gegnerischen Runde aktivieren. Super gut. Sehen die eine unfassbare Karte, eine weitere. Ihr könnt dadurch dreimal alles, was ihr seht. Also das ist das perfekte Magier. Also es gibt hier meiner Meinung nach kein Verhandlungsspielraum. Wenn ihr diese Strategie spielt. Vielleicht habt ihr eine komplett andere dunkle magische Strategie. Das wäre möglich. Aber hier nicht. So, was wir hier haben ist, ihr könnt damit einfach eure Lieblingskarte ziehen. Ihr könnt sogar zwei Karten ziehen, wenn ihr dunkle Magie und dunkle Magie Mädchen habt. Und ihr könnt, also die ist super, sogar in der gegnerischen Runde aktivieren am Ende der Endphase und dann zu schauen, wie reagiere ich am besten auf den Gegner. Und das ist nicht nur auf Magie- und Fallenkarten beschränkt, wie Stab des Magiers, sondern ihr könnt auch theoretisch Monster ganz oben setzen, ne? Dunkler Magier oder den Stab. Geheimnis der Dunkler Magier. Einfach zweimal ist notwendig. Einfach deshalb, weil ja, das ist einfach gut. Ihr könnt meistens mehrfach angreifen. Ihr den Gegner zu finishen und keinen nach der Bett, weil es gibt so viele Kombos, was ihr damit machen könnt. Zweimal rate ich aus euch. Vielleicht würde das Deck auch mit 1 funktionieren, aber ich halte es für essentiell, einfach 2 im Petto zu haben, ne? Magier Navigation 2 ist so gut. Ihr müsst diese Karten nicht mal aktivieren. Ihr könnt sie auch von der Hand aufs Friedhof werfen, indem ihr zum Beispiel die Auszubildenden nutzt. Dann wirft ihr diese ab. Oder ihr nutzt Sehen der Magier und wirft diese Karte ab. Und dann, wenn es im Friedhof ist, in der nächsten Runde, könnt ihr damit Magie- und Fallenkarten negieren. Und das ist super. Einfach Ritual-Zauberkarten negieren, die gerade aktiviert werden. Oder irgendwas vom Gegner. Das ist super nützlich, Leute. Super nützlich. Und unendliche Beständigkeit ist einfach für die Handtraps da. Ne?
Feierlicher Urteil, also die Leute lachen mich aus, wenn ich manchmal diese 4000 Lebenspunkte ausgebe, aber glaubt mir, so häufig gewinne ich dadurch die Duelle oder breche eine heftige Kombo des Gegners ab. Die 4000 Lebenspunkte lohnen sich auf jeden Fall. Und das wird ja immer günstiger, weil ihr sogar zwei gezogen habt. Also einfach den Gegner, Magie oder Fall oder Monster zu negieren, weißt ihr, wisst ihr, wie heftig das ist? Also, und dann haben wir auch noch feierlicher Schlag, was Effekte negiert, ne? Unfassbar. Ihr lässt den Gegner, falls ihr startet, mit so einer Hand startet, ihr lasst den Gegner nicht spielen. Wenn ihr mal die besten Karten negiert, geben die Leute auf. Ihr habt schon gewonnen. Und das Gute ist beim Dunkelmagier, wenn ihr eine Magie oder Fallenkarte im gegnerischen Zug aktiviert, könnt ihr im Stab des Magiers, falls ihr ihn davor beschworen habt und mit einem, ja, und falls ihr den Linkshand benutzt habt, könnt ihr diese Karte garantiert auf die Hand bekommen, dann nochmal searchen. Das ist so kombomäßig richtig genial. Dann ewige Seele, einfach zweimal, weil die Karte ist Bombe, solange die nicht zerstört wird, einfach Bombe. Und ja, das ist unser Hauptdeck, extra einfach zweimal, weil wir zweimal Geheimnis dunkle Magie haben. Norito sehr gut, wenn man zwei Level 6 Monster zum Beispiel, ja, exit und dann kann man direkt, ich weiß nicht, diese Karte hat irgendwie so einen komischen Effekt auf die Leute. Diese Karte kann, ja, einmal pro Spiel kann ich eine Zauber- oder Fallenkarte, die aktiviert ist, einfach negieren, ne? Und so häufig machen das die Leute. Warum? Die lesen den Effekt gar nicht. Benutzt die Karte und die versuchen in der Magie und Fallenkarte die Beschwörung zu negieren. Das ist schon so häufig passiert, Leute. Ich negiere dann und sage, cool, Bro, ich wollte die Karte nur kurz benutzen, damit ich eigentlich, man kann auch direkt den schwarzen Illusionsmagier benutzen, von dem auf den, ne? Eigentlich war das mein Hauptplan, aber die Leute sind doof genug, um, ja, eine Magie oder Fallen zu aktivieren. Cool, Bro. Passt. Dann, diese Karte mochte ich überhaupt nicht in meinem letzten Video, aber inzwischen ist es okay, wenn man den Gegner mal finishen will und die Angriffszahl nicht ausgereicht hat, ne, die Angriffspunkte, der Gegner noch 1000 oder so hat, nutzt die Karte, also ein Comeback ist sehr schwierig für den Gegner möglich, für jeden Effekt, der aktiviert wird, 500 Schaden, das ist sehr gut. Zeus, er ist natürlich absolut klasse, wenn ihr mit dem XYZ Monster angegriffen habt, Leute, nutzt ihr einfach Zeus. Könnt ihr Zeus beschwören. Diese Karte, wenn ihr genau wie davor, wenn eure Angriffskraft nicht ausgereicht hat, könnt ihr diese Karte beschwören. Am Ende der gegnerischen Runde aktiviert ihr den Effekt. Schickt ihr alle Karten in den Friedhof, dann greift ihr an. Game. Die Links sind einfach nur da, haben unterschiedliche Wirkungen. Also Linkspin ist da, damit ihr einen dunklen Magier aufs Friedhof bekommt und dann eben mit einer ewigen Seele als Beispiel wiederbeleben könnt, um den Effekt von dunkler magischer Kreis zu aktivieren. Artemis ist dafür da, um Stab des Magiers nutzen zu können, ne? Also ins Friedhof schicken und dann nochmal zu Artemis ist inzwischen so gut, das einzige Link-Monster, was sich am Stab anwenden kann und Magier ist, man braucht nämlich einen Magier dafür, Artemis ist so gut, dass ich inzwischen schon überlege, es zweimal zu holen, ne? Aber bisher habe ich es auf 1 belassen. Albtraum Ritter Phönix ist mal gut, wenn ihr eine gegnerische Backrow-Falle Magie zerstören wollt. Maskerane ist gut, um auf den Gegner reagieren zu können. Albtraumritter soll auch gut sein. Ihr könnt eine gegnerische, also das ist auch da, um den gegnerischen Fluss zu unterbinden. Selene ist auch nicht gut. Und Zugangskodiersprecher. Alle, meine Gegner nutzen das ständig gegen mich, aber ich kam kaum dazu, diese Karten. Einmal kam ich dazu und das war nur, weil ich richtig heftig am Gewinnen bin. Der Gegner hatte keine Karten. Ich wollte einmal die ausprobieren, ne? Aber cool. So Leute, ich hoffe, ihr habt das Video genossen. Ich werde, bevor ich das Video jetzt schließe, auch mal kurz. Dafür die Leute, die in meinen Kommentar-Section gepostet haben, möchte ich mal hier kurz. Jemand wollte, dass ich ihm einen Shoutout gebe. Ihr könnt auch gerne unter dieses Video. Ich werde euch in meiner, ja, am Ende des Videos erwähnen, vielleicht auch häufiger. So, wer hat denn gesagt, okay, Gürhan Kasa. Grüß mich bitte im nächsten Video. Mach weiter so. Danke, Gürhan. Ich grüße dich von hier. Und auch alle anderen neuen Subscriber. Danke, danke für euer Support. Dieses dunkle Magier-Deck ist richtig klasse. Ne? Es ist jetzt kein absolut Top-Tier, aber 55% Chance im Platinum zu gewinnen, könnt ihr damit. Und da fließt natürlich auch mal spielerisches Können mit rein. Ne? Und vom dunklen Magier-Duell habe ich damit gegen gar kein anderes verloren. Also ich habe allgemein in diesem Spiel nur ein einziges Mal gegen dunklen Magier verloren, aber sonst nicht. Aber gut, passt. Ich hoffe, das Video genießt ihr. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye. Man sieht sich im nächsten Video, Leute. Ciao.